Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge 133 von Aborion. Ja, der Thomas Thiele hatte mir geschrieben, dass er zwei Kommentare abgesendet hat in YouTube, aber leider ist keiner davon angekommen, wie YouTube da manchmal ist, ne? Habe ich auch schon gehabt. Ziemlich ärgerlich sowas. Okay, er hat leider dann nicht mehr noch was geschrieben, was wir noch machen können, aber wir sind sowieso auf der Suche nach Botan und das ist jetzt unser nächstes Ziel, dass wir Botan erstmal finden und dann gucken, wie es da weitergeht, ne? Also, dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir mal hin. Bis gleich. So, dann sind wir. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier mit der Taste N nach Leuten gucken. Schiff, Traveler, Schiffswehr, Frachter. Ja, ich glaube, Frachter ging, ne? Können wir Frachter fragen, ja. Gibt es hier was in? Ich weiß wohl nichts, aber es ist immer möglich, dass jemand anderes etwas weiß. Du solltest weiter herumfragen. Oh, und Leute an den Orten der Galaxie werden andere Dinge wissen. Dann höre ich mich weiter um. Okay, die haben die Xotan bekämpft. Okay. Galaktisches Pendler-Shuttle. Mit dem Boot an diesen Dreckskerl Xotan-Technologie in die Finger bekommen hat, macht er riesigen Ärger. Er hat einen großen Schmugglerring aufgebaut und betrügt seitdem unentwegt Leute. Anscheinend hat diese neue Xotan-Technologie seinen Hyperraumantrieb aufs Extremste verstärkt. Warum schließen sich die Leute ihm an? Weil jeder ein Stück von Kuchen abhaben will. Er betrügt neue Möchtegern-Schmuggler, die sich nicht zuhelfen müssen. Okay, arme Schweine, aber selber schuld. Die sollen lieber bei ehrlichem Handel bleiben. Anscheinend hat dieser neue Signal seinen Hyperraumantrieb aufs Extremste verstärkt. Und hier ein Stück, okay, kennen wir schon. Okay, da wissen wir jetzt leider nicht mehr von. Fregatten gehen nicht, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir da wieder raus, gehen in die Karte und schauen zu, dass wir woanders hinkommen. Können ja mal hier so Blipse aufrufen und gucken, was da los ist. Vielleicht gibt es auch welche, die wir fragen können. Computer hat alles schon richtig gemacht. Und dann laden wir den Hyperraumantrieb auf und springen in den nächsten Sektor, um zu gucken, ob da was ist, was uns interessieren könnte. Hier gibt es nur Asteroiden und mich. Ja. Ja, wahrscheinlich ist hier irgendwo ein Asteroid selber, so ein abbaubarer. Ist das schon einer? Nee. Wenn, dann wäre es der. Der ist aber auch nicht abbaubar. Ist da einer? Nee, ich glaube, es sind nur viele. Ich habe jetzt auch gerade den C64 oder wie er heißt, nicht drinne. Okay. Kann man hier rauszoomen? Ja. Kann man dann was sehen? Ja, kann man auch. Was ist denn das? Wird nicht angezeigt, ne? Wir sind da, aber was ist das? 'Hab ich irgendwas verpasst hier? Ist ein Wrack, okay. Deswegen wird es nicht angezeigt. Ich dachte, das wäre was Spezielles. Nee, bringt uns nicht weiter. Karte. Koordinaten in Sektor eingegeben. Da ausrichten und hinfliegen. Berechnet wird oder wurde es. Wir können hinfliegen. Dauert nur einen Moment länger, weil wir noch einen Cooldown haben. Das ist auch nicht so dolle.
Aber es geht ja schneller, wenn ich das schon so mache wie jetzt. Und Jump. Tja. Da sind wir. Wieder alleine. Wahrscheinlich gibt es hier irgendwo so eine Kapsel oder irgendwie sowas. Ein spezieller Asteroid oder so könnte auch noch sein, aber ich sehe jetzt gerade nichts. Könnte auch da sein, ne? So wie da. Da ist ein Haufen. Okay, Karte. Schiff von die KI. Das war auch so ein Experiment, was wir noch haben, ne? Fliegen wir dahin, gucken wir da weiter. 103 Sekunden dauert der Spaß noch. Aber es geht jetzt doch schneller runter, wie wir gerade sehen. Dann können wir damit leben, oder? Ja, bau auf, los. Da kommt er. Schauen wir mal. Streifenfarbe ist zu bestimmt die Fluggeschwindigkeit. Blau, rot, gelb ist die Richtung langsam nach schnell. Okay. Wieder alleine. Glaube, da ist er, oder? Nee. Was ist das? Nee. Da sind auch nur Anhäufungen. Nee. Das ist einer. Den holen wir auch gerade rein. Den markieren wir gerade uns. Okay. Da können wir was Geschicktes rausbauen, ne? Einnehmen. Wenn wir verkaufen, würden wir Beziehungen hier verbessern. Die Oinbus. Die Oinbus bei P und nicht bei Dingens. Neutral. Wenn man irgendwie was bei 21 würde nicht reichen. Weiß ich nicht. Das wird unser Thomas Stehle schreiben, ob wir das machen sollen oder nicht. Erst machen wir das Ding, ne? Eingenommener Asteroid. Also, wir müssen ja irgendwo anders noch hin, ne? Handelsposten. Ja, lass uns mal. Da sollen wir gleich hier vorbeischauen, aber das ist. Fliegen mal dahin und gucken, dass wir dahin kommen. Wir müssten nach da oben.
aus. Und dann da lang. Okay, lädt. Und wir springen. So, jetzt haben wir ein paar Schiffe da, die wir befragen können, wo Botan ist. N war's, ne? Schiffe, Kreuzer, Kreuzer kann man nicht fragen, oder wie war das? Handelsposten. Kann man nichts fragen. Schade. Hier wäre ein Kapitän, sogar ein Händler. Ich glaube, würde nicht verkehrt sein, noch einen zweiten zu haben. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte dahin. Dann fliegen wir da mal schnell hin zum Händler und nehmen den auf. Wieso geht mir hier kein Hyperraum? Ach, jetzt geht er. Also Hyperraum nicht, sondern der andere Antrieb. So, abgebremst haben wir. Sind auch schon gedockt. Interagieren, Crew anheuern, Händler anheuern. Fertig. Haben wir einen zweiten Händler, das ist schon mal gut. Was haben die für eine Aufgabe? Lieferung Stahl, okay. Ja, das bringt uns jetzt nichts. Hier rein. Güterschiff, das ist glaube ich neu. Ja, gibt es hier etwas Interessantes? Ich habe keinen Grund, mich mit dir zu unterhalten. Okay. Ne, da wollten wir schon nicht mehr. Hey, jetzt. Okay, wir sind jetzt hier im falschen Bereich, deswegen unterhalten die sich nicht mehr mit uns. Das ist auch schlecht, ne? Das bedeutet, wir müssen irgendwo wieder hin, wo sie sich mit uns unterhalten. Dann haben wir da einen Fehler gemacht. Schätze ich mal. Dann fliegen wir mal dahin, weil die unterhalten sich mit uns. Und dann würde ich sagen, ist es auch geklärt mit den Asteroiden, dass wir diesen Euwan oder wie die auch immer heißen, das verkaufen, um die Situation mit denen zu verbessern. Ne? Aber der Thomas Steele wird uns das noch schreiben. Ich muss nach da unten drehen, um dann aufzubauen. 117 Sekunden brauchen wir dafür noch. Okay. Na, die Sekunden rennen ja zum Glück schneller darunter, vielleicht doppelt so schnell wie eine Sekunde ist. Ja, jetzt geht's gleich. Süßt. Und Jump. So, dann müssen wir, wollen wir hoffen, dass da einer ist, den wir fragen können, ne? Weil die Neutralen, die sprechen eben mit uns, haben wir gerade gemerkt, oder? Lädt noch. Dann sind wir da. Fregatte geht nicht, Bergbauschiff geht, aber doch. Er hat einen großen Schmugglerring aufgebaut und betrügt seitdem unsere Leute und unterwegs Leute. Okay, das sind die gleichen Antworten wie immer. Können die auf einem anderen was? Weiß man nichts, aber es ist immer möglich, dass jemand anderes etwas weiß.
Also, das war auch nix. Hier gibt es keine Kapitäne. Das heißt, wir sind erstmal hier, würde ich sagen, Asteroid. Nicht durch. Den nehmen wir auch noch ein. Und das ist vielleicht unser zweiter, der die Punkte gibt, damit wir mit der anderen Fraktion da befreundet werden können. Ne? Könnte sein. Müssen wir gleich mal gucken. Weil die 8000, die wir eben bei dem Asteroiden kriegten, die reichten nicht aus. Wenn wir hier denen das vermachen können, das wäre cool, dann würde das nämlich ausreichen. Schätze ich mal. So, interagieren, einnehmen und Asteroid verkaufen an diese Gesellschaft, würde auch wieder 8000 bringen. Aber da fragen, oh, diese sind noch mit 15.000 unterwegs. Ui, ui, oder so ähnlich. Wo sind die? Da oben. Aber das sind minus 17, würde dann auf 0 gehen. Was hatte ich denn bei den anderen? Ja, da wird das Sinn machen. Okay, das lassen wir aber mal gucken, dass wir da einen Kommentar darüber kriegen. Am liebsten der Thomas, der sich da am besten mit dem Spiel auskennt. Und dann wissen wir, ob wir da diese beiden Asteroiden den Fall machen, damit wir da mit denen gut Freund werden können. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Urlaub macht, eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, ne? Bis dann. Ciao.